Pünktlich wie geplant eröffnete am Donnerstagmorgen der neue Flughafen Kassel-Calden seine Pforten. An vielen Stellen bemerkte man jedoch, dass hier noch das eine oder andere erledigt werden muss. Aber der Flugbetrieb konnte nun offiziell beginnen. Neben rund 10.000 Besuchern und geladenen Gästen kam zur Eröffnung auch Ministerpräsident Volker Bouffier und sprach davon, dass der Flughafen Kassel-Calden einen Standort mit Zukunft hätte, denn die Infrastruktur sei anders wie bei anderen Flughäfen bereits vorhanden. Wir müssen hier nicht künstlich eine Infrastruktur drumherum bauen, sondern die ist stark. Und Hessen ist ein starkes Land und ein starkes Land braucht auch eine starke Infrastruktur. Nur wenn Sie eine starke Infrastruktur haben, wenn Sie Straßen haben, wenn Sie Bahn haben, wenn Sie Flugverkehr haben, haben Sie im internationalen Wettbewerb als Top-Standort eine Chance. Auch Bürgermeister Reinhard Scharke aus Wolfhagen sieht den Flughafen als Bereicherung für Nordhessen an. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, in Kassel-Calden bei der Einweihung des Flughafens. Ein besonderer Tag für Hessen, auch für Nordhessen. Und ich bin sicher, es wird die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin stärken für unsere Region. Eines der wichtigsten Aspekte in diesem Tag war die Sicherheit im und um das Flughafengelände. Zuständig hierfür war unter anderem die Bundespolizei unter der Leitung von Sonja Koch-Schulte, die erst im März diesen Jahres die neuen Aufgaben, unter anderem auch die Luftsicherung am Flughafen in Calden übernommen hatte. Neben einer kleinen Aufregung im Hauptgebäude, ein Journalist hatte seine Tasche herrenlos stehen lassen, ging die Eröffnung reibungslos über die Bühne. Ja, die Vorbereitungen waren sehr arbeitsintensiv und zeitintensiv. Wir waren aber sehr gut vorbereitet und aufgestellt, auch im Zeitplan. Und von daher sind wir sehr gelassen, was die künftigen Aufgaben hier angeht. Die erste Maschine aus Frankfurt am Main kommend landete gegen 11.10 Uhr auf der neuen Landebahn. Trotz der unangenehmen Temperaturen und einem eisigen Wind verfolgten tausende Besucher die Landung des ersten Flugzeuges. Gegen 16 Uhr dann startete auch schon der erste reguläre Flug von Kassel-Calden nach Antalya. Besucher sehen dem Standort Kassel-Calden positiv entgegen. Ich finde den Flughafen super. Ich wohne in Kassel, 10 Kilometer ungefähr entfernt. Wir finden es ehrlich gut. Wir brauchen nicht mehr irgendwie Frankfurt oder Hannover oder Paderborn ist ja oft ausgebucht, wenn man von da fliegen wollte, weil es eben für Kassel nah war. Und jetzt haben wir es eben noch etwas näher und ich hoffe mal, dass sich das auch im Laufe der Zeit rentiert. Für uns ist das natürlich schön. Ne? Wir waren eine halbe Stunde, sind hier im Flughafen, können in Urlaub fahren. Ich finde das positiv. 271 Millionen Euro hat der Flughafen letztendlich gekostet. Nun geht es daran, diese Investition auch gewinnbringend einzusetzen. Die Mitarbeiterzahl von 50 Anfang 2012 stieg mittlerweile auf 150. Rund um den Flughafen sind derzeit schon etwa 700 Mitarbeiter auf dem ca. 22.000 Quadratmeter großen Gewerbegebiet beschäftigt. Bis zum Jahr 2020 sollen jährlich rund 600.000 Fluggäste von hier befördert werden.